Servus die Marlen, grüß euch die Buben. Ja, wie ihr es sicher schon erkannt habt, ich bin natürlich wieder am Stabruch und habe heute eine Eisenpfanne dabei, die habe ich mir schon vor ein paar Wochen einbrannt, aber da war noch nichts drinnen, da hat noch nichts gebrutzelt und da haben wir jetzt ein paar so Minutensteaks mitgenommen und ein paar Kartoffeln und die wollen wir da jetzt ein bisschen ins Pfandl hauen. Und des Weiteren ist ja wieder mal eine neue Kamera oder besser gesagt eine neue Camcorder diesmal am Start, aber da das vielleicht später ein bisschen mehr. Jetzt mache ich mir es einmal gemütlich. Da blaust ein bisschen der Wind, aber egal. Fangen wir mal an. Ich habe heute wieder meinen Italiener dabei und ausgelernt habe ich schon mal alles. Jetzt werde ich mir alles herrichten für ein Feierl. So, jetzt habe ich alles hergerichtet, ein bisschen. Den habe ich auch schon angefüllt und jetzt werden wir da ein bisschen anzünden. Da ist jetzt auch mein Pfännchen, mein Eisenpfännchen. Ich habe mich für so eins entschieden, ist ein bisschen höher. Kann man notfalls mehr drin machen, schwimmen quasi, aber das passt schon so. Ich habe nicht so Minutensteak, habe mir aber daheim wirklich schon alles hergerichtet. Und ein paar Erdäpfel, besser gesagt auch nur. Und ja, jetzt warten wir, bis das Feuer ein bisschen besser brennt und dann schalte ich euch wieder dazu. Ja, der brennt schon schön. Und Öl ist schon drinnen. Dann habe ich da jetzt, wie gesagt, ein paar Erdäpfel daheim schon geschnitten. Und ein paar Steakern von daheim, so Minutensteak. Ja, die sind schon fertig, die riechen gut. Handschuhe anziehen. Und kommt schon das Fleisch alleine. So. Gehen wir da wieder rein. Ja, und. Jawohl. Ja, das hat hier das. Das ist ein Gedicht, hä? Ja, Freunde, da geht die Post ab. Schaut euch das an. Wow. Ja, Freunde, schaut, dass das nicht riechen könnt. Das ist ein Wahnsinn. Ein Geruch. Super geil. Nee, ich freue mich schon. So, Freunde, schaut euch das einmal an. Und das lasse ich mir jetzt einmal ordentlich schmecken. Ja. Na, Freunde. Mahlzeit. Sehr gut. Das war jetzt der erste Test von meinem Pfännchen. Sorry, beim Reden soll man nicht essen oder umgekehrt. Aber ich halte es nicht mehr aus. Geht ein bisschen der Wind, kühlt natürlich alles sehr schnell aus. Muss nur essen. Ja, vom Feinsten. Und dazu ein bisschen an Energy. Schöne Lichtstimmung da oben auf die Felsen. Kommt gut. Ich will euch da jetzt nicht länger noch längere Zeit machen, als ihr es eh schon habt. Und daher ist sie fertig und ich melde mich dann wieder. Ja, da blubbert es. Jawohl. Schwarz, so wie er gehört. Herrlich. Ja. Ja, ich richte mich jetzt einmal da alles her zum Kaffee trinken, stelle die Kamera um und dann werden wir ein bisschen plaudern. Ja, Freunde, an erster Stelle natürlich einmal wieder an alle meine Krankensaison gesungen werden, Freunde. Und dann natürlich wie immer an den Rest der Welt. Prost, Freunde. Ja. Das passt wieder perfekt.
ja, ein bisschen plaudern. Gibt es eigentlich ja, eine Kleinigkeit halt. Das vorige Video habt ihr ja gesehen, ich habe die Canon M50 habe ich gehabt, kurzzeitig. Kaufen wollte ich mir eigentlich die Canon G7X Mark II. Ich habe es auch schon gekauft gehabt, um günstige 400 Euro. Nur leider hat die Firma das einfach nicht verschickt, obwohl ich lagernd war. Und nach anderthalb Wochen habe ich dann den Schaß storniert, habe gesagt, schmiert euch das. Und habe auch mein Geld wieder zurückgekriegt, war überhaupt kein Problem. Und bin dann zum Mediamarkt gefahren und haben mir die Canon EOS M50 geholt. Die habt ihr im vorigen Video gesehen, da war ich damit unterwegs. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin eigentlich nur mit Camcordern unterwegs. Also ich habe zwar so einen Spiegelreflex einmal gehabt, so eine Nikon 3100, aber ja, zum Filmen war die zum Vergessen. Und zum Fotografieren geht heute das Smartphone genauso. Ja, wie gesagt, ich war mit der unterwegs, ich mache schöne Filme, da gibt es gar nichts. Das erste, was mich gleich mal angezipft hat, ist der Bildstabi. Ist klar, die können mit der Größe natürlich nicht mit einem Camcorder konkurrieren. Aber trotzdem, das ist was, ich will was Gleitendes haben. Das soll nicht so ein gewackelter dabei sein, weil da kann man mir gleich eine Action geben. Und vor allem, mein Sony, mein X3000, die hat einen besseren Bildstabi drin, als wie die Canon eingebaut hat. Aber okay, ist eine andere Geschichte. Fotos macht die Bipi Feins, da gibt es gar nichts mit Freistellen und Bipapo. Man kann die Objektive tauschen. Ja, wenn ich die alle dazu gekauft hätte, was noch interessant waren, war ich auf einen Preis von, ja, nimmer Leinstag. Und ich bin irgendwie mit der Kamera nicht warm geworden. Das Ein- und Ausschalten, das Knopferl da, filigran. Das Objektiv, wenn du aufnehmen willst, musst du den Deckel übernehmen. Eingerast, wenn es ist, musst du das erst entriegeln, dass du ausfahren kannst. Also es war einfach nicht meins. Ich habe es wirklich probiert, ich habe mich gespült über Wochen, aber dann habe ich gesagt, nein, aus. Es hat keinen Sinn, ich komme nicht klar. Ja, sicher, natürlich meine Panasonic, die 777 nach wie vor noch, die macht solche Büdeln auch, also Bipi Feins, da gibt es gar nichts. Aber ihr kennt ja das verdammte, das Gear mit der Gear. Ja, ich habe dann einfach diese M50 wieder zurückgegeben, war auch kein Problem in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir einen teureren Camcorder. Bin ich natürlich sehr bevorzugt behandelt worden. Nein, nicht. Ja, und bin dann im Endeffekt aus dem Geschäft rausgegangen mit der Sony FDR AX53. Das ist ein Camcorder, der spielt eigentlich alle Stickeln, kann Infrarot, 4K, also alles, was man eigentlich nur braucht. Ich setze euch jetzt an der Stelle mal ein paar Büdeln ein, dass ihr mal näher seht. Ja, und das ist auch der erste Film damit. Ich bin das erste Mal heute mit ihr in der freien Wildbahn quasi. Ja. So viel dazu. Jetzt werden wir noch schauen, wie sie sich schlägt. Und warten wir halt einmal an. Ja, auf der anderen Seite gibt es noch ein paar Sachen. Sollte wer Interesse haben an meiner Panasonic 777, ich brauche mir nicht alle gehalten. Ich habe noch meine kleine Sony, die Action Cam, die 3000er. Es liegt alles eigentlich nur im Lall um mich herum und bleibt dort liegen. Auch wenn ich gesagt habe, ich hebe es auf, ich filme sicher mal damit, wird nichts. Sollte mir Interesse daran haben, ich verkaufe sie sehr gerne. Ich habe zu der Panasonic 777 das Original Weitwinkel dabei, das was allein 240 Euro kostet, kann man dazu haben, wenn man will oder nicht. Vom Blickwinkel her ist schon gigantisch. Das ist der Vorteil von der Sony, die hat das schon mit eingebaut, die hat so einen Weitwinkel, das ist gewaltig. Ja, unter anderem wird der Hammer ein bisschen ausrangiert und es kommen auch Bushboxen, Titan, die XL, die LF, falls wer Interesse hat.
Freunde, schreibt es mir, ich verkaufe das Ganze, ich brauche es einfach nicht mehr. Es liegt eigentlich alles nur um und um. Und falls wer will, meldet euch. Gasbrenner, Lixaderbrenner, Krugsbrenner. Ich war das letzte Mal damit unterwegs. Es ist nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Ich habe das alles natürlich verwendet gehabt, aber ja. Ihr seht, ich bin mit meinem Dachs zufrieden. Ich habe den Lixader, den Holzvergaser. Ja, er ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, da wäre ich mir vielleicht noch den Pico Grill 85 holen. Das ist was wirklich Zartes, Feines und auch Großes. Und immer noch um etliches leichter wie jede Buschbox. Ja, und somit wird ein bisschen was verhökert. Es liegt daheim einfach nur um und um. Ja, eventuell wäre ich vielleicht zusammenschreiben unter dem Video, was ich alles anbieten kann. Falls wer Interesse hat, schreibt es mir an. Das einzige Problem, was ist, dieser verdammte Versandgebühren nach Deutschland, falls nicht aus Österreich seid. Der Backel kostet 12 Euro, das ist eine Katastrophe. Da kann ich ja bald an, da schicke ich ja bald an zu Hause um, ist noch billiger. Aber ja, was so ist, ist halt so. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Ich hätte heute gerne einen Overnighter gemacht, das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Geht sich nicht ganz aus, aber ist egal, mir war wichtig, dass ich ein bisschen rausgekommen mit der Cam. Und ja, wie gesagt, ich werde dann auch noch ein paar Nachtmodus-Filme dran. Man, das ist nichts Überwältigendes, das ist alles grün. Das ist wie beim Bundesheer mit Nachtsichtgerät. Aber man sieht halt in stockdunkler Nacht halt. Ne? Ist natürlich ein immenser Vorteil. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Es wird eh schon langsam kühl. Es wird, wie spät haben wir es? Ja, 4:30. Dann packe ich zusammen und dann gehen wir schon langsam wieder heim ins Warme. Ja, jetzt wird schon kalt in die Fingern. Ja, Freunde, und wie ich gerade bemerkt habe, ist mein Akku von meinem Funkset aus. Habe keine Reservebatterien dabei. Habe ehrlich gesagt nicht geschaut, aber habe vergessen zum Schauen, wie voll die sind. Und dafür hört sich jetzt gleich mal den Originalton von der Kamera selber. Sollte ja auch nicht so schlecht sein. Oh, da vorne ist gerade ein super Sonnenuntergang. Schauen wir, ob ich den noch irgendwie besser einfange. Ja, das war keine untergehende Sonne am Horizont, sondern eine untergehende Sonne hinter die Wolken. Ja, ich habe aber davon ein paar Bilder gemacht und die blende ich jetzt ein. Ja, die sind alle mit dem Smartphone gemacht, mit meinem Samsung S8. Und ich will an der Stelle noch einmal erwähnen, ich will da absolut keine Kamera schlecht drehen oder sonst was. Die sind alle sicher tiptop und man muss halt sein Gerät für seine Anwendung finden. Und für mich sind halt, so wie es ausschaut, Camcorder das Gescheiterste. Ich wäre auf alle Fälle so ein GX7 von Canon, weil es vom Format her recht klein ist, vom Pocmos. Wenn die vielleicht einmal rauskommt, mit einem externen Mikrofonanschluss, könnte ich mich da sicher überreden lassen, sowas zu kaufen noch. Ja, Freunde, bin jetzt wieder hier unten angekommen. Ja, war ein schöner Nachmittag. Hat mir gefallen. Hat mir geschmeckt. Ich kann mich bei euch nur wieder bedanken, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und in dem Sinne, servus die Mauern und pfiat euch die Buben.